Aber die Gegend mit dem kleinen Haus, mit dem, also vor allen Dingen mit dem Haus im Wasser, ist halt super idyllisch. Also, das hat schon was. Ja, also das soll einfach so ein Mini-Dorf am See sein. Aber trotzdem auch vom Optischen, vom Aufbau, von der Größe, das passt alles. Definitiv aktuell mein Favorit. Also, aber sowas von. Ja, einen kleinen Fischer mit einem kleinen Steg, dann so ein schwimmendes Haus. Die Vielleicht Häuser wird sind das auch so. schön. Ist halt einfach alles in einem Stil gehalten. Na, eben vor Also allen von Dingen, innen. eben, es passt vor allen Dingen halt zueinander. Also es ist halt wirklich ein stimmiges Bild. Ich mag sowieso die Farben mit diesen Blautönen. Das ist einfach nice. Was wieder ein Freischwimmer? Ja, vor allem bei Nacht sieht das richtig schön aus hier mit der, sorry. Ich habe keine Privilegien Hast du hier schon mal reingeschaut? mehr. Dunkelgrün. Also sieht das bei Nacht aus. Bäh. Und hier in das Haus, das ist richtig schön. Ah, nö, Da ist nicht. der kleine Hausfischer. Oh, schöner Teppich. Crate, Fish Crate, cute. Sternklare. Oh, Ja, hell. vielleicht würden hier noch Laternen zupassen, aber habe ich noch nicht hingesetzt. Weiß ich gar nicht. Also, dadurch, dass ja des Nachts nicht komplett dunkel wird, sondern man immer so ein bisschen Atmosphäre hat, also so mit dem sternklaren Himmel, sah schon sneaky aus. Also. Jo. Genau, und da hinten, von hier aus jetzt hinter dem Feld sozusagen, ist dann noch also mit einer der größten Dörfer bzw. Städte. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Hier bei dem Da ist er. Feld. Ach da. Hier lang. Und das wurde dann auch von Link gebaut. Hier. Oh, einfach mal durchs Kornfeld laufen. Let's go. Hui, hui. Hui. Oh. Ja. Nachgeblieben. Na, ich laufe gerade durch die Kornfelder. Ja. Macht voll Spaß. Ich komme jetzt da Gehört. hinten her. Was für ein Yay. Wasserfall. Man sieht ja gar nichts. Deswegen ja. Das ist ja das Schöne daran. Ah. So. Kennst du das nicht immer Auf jeden Fall von diesen, also so, gerade so diese typischen 80er, 90er Filme, wenn ihr über diese riesigen Felder mit diesem hohen Gras, so, gerade so die ganzen Schnulzenfilme, so, Ich so genau musste eher an die Horrorfilme denken. ja gut, die auch, So die auch. Children of the Corn zum Ja. Beispiel, der hinter den Reihen geht. Eben, in Horrorfilmen und Games kommt das bis heute vor. Ja. Schnulzenfilme kommen mir nicht ins Haus. Nee, 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 nee. Alles nur das nicht. Nein. Nope. Genau, auf jeden Fall ist hier dann auch eine Wassermühle, eine Kirche, ein Gasthaus, alles in dem Dorf. Oder eher gesagt in der Stadt. Genau. Also so mit diesen rot-schwarzen Akzenten hat irgendwie schon sowas von so einem, ja, von so einem, weiß nicht. Also wenn man ja jetzt hier so Jo. in so Teams denkt, dass es so unsere Gegner sind. So die Bösen. Ja, das Ja. hat. Naja, das eigene Team ist immer blau, das gegnerische ist rot. Nein, also rot und auch mit diesen schwarzen Akzenten überall. So das Böse. Dann ist dann die Kirche das gemeinsame Treffen, also es ist rot-blau. Naja, das soll einfach ein bisschen
so Zwergen, Elfen angelehnt sein. So ein bisschen. Und die Gegner werden dann halt in den Bergen wirklich böse aussehen. Und ja. Also das Dorf ist vom Bau her fertig, nur halt wegen den NPCs auch noch nicht ganz fertig. Also hier kommt zum Beispiel ein NPC hin, da sind die Aufzeichnungen. Buch der Feder hier. Das sind die Aufzeichnungen für einen, für den NPC. Ah. So, genau. Und dann in der Kirche gibt's noch einen Magier. Zum Beispiel. Die haben jetzt sogar Teppich. Erzählt dir. Willkommen, Wanderer, in der Kirche des Todes. Du hast die Schwelle zu einem Ort betreten, an dem die Schatten ihre eigenen Geschichten erzählen und der Wind die Gebete der Toten trägt. Bevor du einen Schritt weiter gehst, höre mir gut zu. Die Seelen der Verdammten lauern in jeder Ecke. Ihre Stimme verhallen in den nächtlichen Schatten und ihre Augen verfolgen jeden, der sich verirrt. Möge deine Reise deiner Seele nichts ins Verderben führen. Farewell! Hast du schon mal überlegt, Creepypasta oder sowas vorzulesen? Nicht wirklich? Bei wem hat hier jetzt gerade ein Timer geklingelt? Weiß nicht. Scheint bei Sören, oder? Bei dir hat jetzt gerade ein Timer geklingelt, oder? Nee, das war, ich habe hier so eine kleine, schöne, hübsche Plastikflasche mit Wasser, die spritzt so einen Nebel. So. Ja, Wasser dampft sowas ab, ne? Ach so, ein Diffuser. Ein Diffuser. Ja, kann ich. Genau, und da ist dann halt, also die Häuser sind hier auch im Dorf alle eingerichtet. Und genau, da ist die insgesamt dritte Stadt, die komplett fertig ist, also ohne die NPCs, aber gebaut, fertig ist. Und ja, dann haben wir halt schon auf der Welt eingezeichnet, wo die nächsten Städte hinkommen. Und da bin ich zum Beispiel im Moment am Bauen. Ja, ich glaube, ich habe einige schon gesehen. Ja. Also so, wo jetzt gerade noch gebaut wird. Hier gibt es übrigens noch einen Trader, wo ich jetzt gerade bin. Ah. Ja. Da kann man noch. Bitte auf die erste Antwort klicken dann. Auf letzte Trader nicht. Hallo Wanderer! Ich bin sehr bekannt, ich bin ein sehr bekannter Händler und werde oft wegen meiner super besonderen Angeboten gelobt. Wenn du auch etwas kaufen möchtest, wirst du staunen, welche kostbaren Dinge für wenig Geld bekommen kannst. Schau dich gerne mal um. Okay, danke. Ich bin übrigens Ronix und ich möchte mir dein Angebot angehen. Also freut mich, kleines Kind, dass du Interesse an meinen Waren zeigst. Komm wieder, wenn du älter bist. Let's wait. Oh, alles sold out? Oh. Achso, warum? Achso, eigentlich habe ich die nachgefüllt, aber ja. Also die Sachen kann man da kaufen. Ah. Ein bisschen Rüstung, okay. Genau. Das war eine relativ kurze. Sehen Sie nichts. Und hier im Moment ist meine Hauptmission, mein Hauptauftrag. Ja, das ist halt der Grundriss für die Burg von der Hauptstadt. Ha. Und da fange ich somit an zu bauen. Ah, schon ein paar Watt-Designs. Ja, dann muss ich noch überlegen, welche ich nehme. Genau. Und dann gibt es hier noch dann unter der Burg so einen kleinen Gang, den man von
Und der ist sozusagen der Eingang erstmal in die Burg, weil man erstmal nicht hereingelassen wird später in die Burg. Ach, von hinten. Und dann kann man sozusagen hier reinziehen. Dann braucht man hier einen Hebel aus einer versteckten Kiste und dann kommt man in die Burg. Also zumindest in den Turm hier. Also die Höhlen sehen mit diesen Texturen schon echt schnieker aus. Hat schon was. Ja, also was man halt anhaben muss, ist mit ja. Also mit Mapping, weil sonst sehen die Texturen auch weitem richtig scheiße aus. Weil sie ja alles krass sind. Ja. Würde ich jedem empfehlen, mit Mapping anzumachen, wer das Texture Pack benutzt. Genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es bei mir auch aktiv. Beziehungsweise habe ich ja bei mir, dadurch, dass ich ja 4K habe, ja auch so eine so hohe Auflösung, dass der Effekt gar nicht so stark ist, wie wenn man jetzt dann nur Full HD oder sowas hat. Ja. Ihr normale Menschen, ihr. Ronny, du mit deinem 20K-Bildschirm. Ey, kriegt die Tür gar nicht auf! Nee, dafür brauchst du ja aus der versteckten Kiste den Hebel. Und vor allen Dingen musst du ein sehr, sehr kleiner Mensch sein, bei der ganz kleinen Klinke. Warte, ich bin da. Die ist ja süß! Ich bin da. Ja, die Klinke ist etwas klein geworden. Verdammt, ich bin zu groß. Ich kann sogar schon mal spoilern, in der nächsten Version, die jetzt in Sommerferien rauskommt von Texture Packs, sind die Gitter neu, Podsoul ist da und das Interface wurde neu gemacht. Also das, wie heißt die Hardbar und so. Ja. Genau. Das ist jetzt im Moment die Burg. Und das Grüne, als du es gerade schon gesehen hast, ist die ganze Umrandung von der Hauptstadt später. Ah, okay. Also die wird sehr groß sein, so. So soll es doch für eine Hauptstadt sein, also. Jo. Genau, und dann ist hier hinten, glaube ich, irgendwo noch. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Geheimgang, kann das sein? Ich sehe nicht erreichbare Orte. Geht's hier rein? Nee, soweit ich weiß, ist hier kein Geheimgang. Ja. Da hinten geht's also. Kann ich hier durch? Nee. Da sind dann später auch noch ein NPC. Ja. Aber sonst ist ja nichts. Genau. Und hier irgendwo weiter hinten ist auch noch eine Mine. Eine Mine? Ja. Die wurde dann. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Link hat die auch gebaut. Ja, genau. Ja. Genau. Sehr also klein. Da muss man halt. Wenn du hier mit der Lore zu schnell rausfährst, fliegst du direkt von der Welt. Ich muss mal kurz gucken. Nee, also hier ist sozusagen nur Ende. Also da nutze ich nicht irgendwas zu machen. Da muss man halt hier was von den Schienen nehmen, hier eine Schiene platzieren später und dann mit der Lore da reinfahren. Ah, okay. Als Mini-Rätsel können wir einmal durchfliegen. Genau, und dann ist hier eine normale Mine einfach. Ich auch. Und dann geht es hier ein bisschen. Oh, wow. Ja. Oh, das ist dann gefährlich. Hängend. Ja, ist sehr hängend.
Das ist gefährlich. Da kann man halt hier weiter oder da wieder runter. Lol. Das ist mal richtig. Also, das Gebiet hat. Holla die Waldfee. Also, der richtige Weg führt jetzt hier gerade, glaube ich, lang, oder? Warte, guck mal. Ja. Also da. Ach, vor allen Dingen hat das auch optisch relativ viel Potenzial, also, das ist ja richtig. Aber hallo. Ja, das finde ich schon schön. Ziemlich da unten. Yay. Genau, und dann sind hier halt auch, wie es in der normalen hier ist, normale Kisten. Ah. Und dann kommen wir zu der Stelle. Oh. Hallo da, ja. Und schauen, was in der Kiste ist. Der hat ja witzige Augen. Oh, hallo Kollege. Bah, oh. Danke. Also ich stand richtig, habe ich das richtig mitbekommen? Das soll so sein. Und ich bin ganz hoch. Ich habe endlich aufgehört zu brennen. Okay, wer hat aufgemacht, der stellt sich mal bitte dahin. Danke. Good morning, Ronnie. I'm Jester. I don't know much yet. Hopefully, Felren will teach me talk soon. Bester Dialog ever. Aber man kann auch, oder? Man kann. Haha. Hab das Spiel gedingstert. Komm mal, ohne die Falle zu öffnen. Ach so, klar, wie dem Creative Mode. Ja, genau. Also im Survival kann man, glaube ich, von hier immer noch, aber kein normaler Spieler geht ja bis hier hinten hin. Ja. Oh, das ist natürlich kein normaler Spieler geht bis hinten und öffnet die Kiste. Was? Ich fühle mich so gedingst. Wem der Schuh passt, der kommt jetzt gleich einen zweiten. Also, let's go. Damit ja, einem lässt es nicht laufen. Man braucht einen Fall nur. Ah, geht ja auch gleich hier schön. Genau, das war die Mine. Jetzt wissen schon mal die Leute, was sie nicht machen sollen. Nee. Hab's dir so schon vorgemacht. Ja. Klammerzeichen, Spoiler. Ich laufe ja auch gemütlich. AKA, ich bin alter Sack. Jetzt bin ich runtergefahren. Ich saß davon. Genau, und da hinten ist dann noch eine Stadt, die entsteht. Langsam. Genau. Und da besteht halt im Moment nur die Stadtmauer und die Kirche. Aber die Kirche hat einen schönen Geheimgang. Ich weiß nicht, wer die kennt. Wer den kennt, aber. Der ist ich, schön. Mit Namen. Ach, ja, sag mal. Also, ich bin jetzt gerade schon im Geheimgang, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade schon im Geheimgang. Ah, hier geht's hoch, okay. Wo es hochgeht, geht's mal nicht runter. Na, jetzt bin ich nicht mehr im Geheimgang. Aber, also, es hat was mit dem Altar und mit dem Kreuz hier zu tun. Im Altar mit dem Kreuz hat das was zu tun. So. Ah! Oha! Und dann einfach ein kleiner Geheimraum. Bücher. Die muss man ja lesen. Oh. Wir sind eng. Ja, soll auch gemütlich sein beim Lesen. Du musst ja beim Lesen, damit die Atmosphäre stimmt, den Atem des anderen an deinem Nacken spüren. Oh Gott.
genauso spannend. Ja. Ja, eigentlich könnte man ja mal für die nächsten Folgen so ein bisschen als Special, dass man auf der Map Hide and Seek spielt. Also was, ja. Na, das geht aber nicht, weil ja immer die Namen aufploppen. Das wird nicht funktionieren. Na, dann müssen doch. Aber dann müsste man halt einfach sein. Invincible oder sowas. Nee, er muss einfach seinen Hut ausmachen. Ja, stimmt. Stimmt eben. No. Das ist halt Vertrauensbasis, aber es geht. Oh, da fängt es ja schon mal an. Theoretisch könnte man das so machen. Habe ich mal mit einem Freund hier gemacht. Ach, echt? Ja. Ja. Man ja uns ja mal vormerken. Man kann dann fliegen, aber ich würde dann so vielleicht als Regel machen, man darf jetzt nicht wegfliegen oder abhauen. Weil sonst findet man halt keinen. Also man muss schon einen Platz finden und da auch dann bleiben. Ja, dann würde ich sagen, einen bestimmten Platz oder so, wie ein Dorf oder so. Ja, vielleicht. Weil die Map ist da schon so groß. Ja, eben, das müsste man irgendwie lokal beschränken auf eben so. Ja. Oder man macht so, dass man nach einer Minute einen Tipp gibt. Also wo man so ungefähr ist. Ja. Dazu müsste man ja aber auch den anderen erstmal sehen. Ja, das stimmt. Oh ja. So. Truthahn. Kennt einer von euch das Heiß-Kalt-Spiel? Nein. Aber meint ihr jetzt einfach das, wo man sagt, heißer, kälter, oder? Genau, das heißt, einer versteckt sich, dessen Name ist dann nicht sichtbar. Ja. Die anderen sind sichtbar, damit er heiß oder kalt sagen kann, je nachdem, ob sich die Leute entfernen oder nähern. Das kann man natürlich auch mal spielen. Und wenn dann zum Beispiel nur einer sich versteckt und der Rest sucht, dann könnte man schon größere Areas nehmen zum Suchen. Ja. Ja, zum Beispiel jetzt wie der Anfangsbereich mit dem Dorf da am Anfang. Ja, genau. Und zum Bleistift. Ja, können wir ja mal machen. Also jetzt haben wir Wir haben schon 3 Folgen damit verbracht, den Anfang durchzuspielen und uns in die Welt aufzugucken. wir haben ungefähr 3 Folgen. Ich muss immer an Asterix Obelix denken. Gubbel, gubbel? Oh, die können ja mal wegstolzieren, ja. Oder die Wald, ey. Gubbel, gubbel. Geht mir nicht so an. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja, kein Hunger. Ein Fuchs! Fuchs! Bleib stehen. Oh, nee. Stehen, habe ich gesagt. Machen wir jetzt einen auf Bloodhound Gang und gehen auf Fuchsjagd oder wie läuft das jetzt? Keine Ahnung. Wenn nicht, dann suche ich mir einen schönen Platz aus und beobachte das. Aber sag mir halt, was wir da mal noch Popcorn. Wenn du so ganz nah rangehst, sieht es aus wie so ein kleiner Bär. Oh Gott. Voll knuffig. Ja. Also die Tiere sind schon richtig süß. So. Also das hat was von einem Suchspiel hier oben zwischen den ganzen Falltüren die Tür zu finden. Das ist schon sehr interessant gemacht.
Ja, die sehen halt fast alle gleich aus. Hui. Hui. Schutchen. So. Genau, dann sind ja halt hier noch ein paar Dörfer. Und es gibt neue da. Wo ist hier? Ja, noch nicht viele. Genau, und Wege und Flüsse sind fertig. Naja, nicht ganz. Eine Brücke fehlt noch. So, ja. Aber die generellen Flüsse sind eigentlich fertig. Ohne Bebauung. Gegossen. Die Flüsse sind gegossen. Ja, also ich will ja eigentlich nur an einmal auskippen. Ja, beziehungsweise du kannst ja doch, wenn du im Creative-Modus bist, dann kannst du doch auch direkt diese Wasserblöcke, diese Wasser-Source-Dinger da geben. Ja. Ich hab das jetzt so gemacht. Fertig. Ganz einfach. Aber da kannst du besser machen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie mal probiert mit den Wasserblöcken, aber dass du halt auch eine schöne Ebene hinbekommst, weil ansonsten ist das so in den Seen oder in den geraderen Flussverläufen und so abgehackt und es sieht nicht schön aus. Oh. Ja. So, jetzt setzen wir uns hier schön ans Lagerfeuer. Und singt das Lagerfeuerlied. Also ich wollte gerade sagen, wir sind alle Harry geschädigt, aber die kennen Harry nicht, da können sie froh sein. Wenn er das dann irgendwie hört. Oh, hallo, Harry! Oh, dieses Lagerfeuer! Es ist so immersiv! Oh, Also, was? Heute gibt es gegrillt. Ja? Kann man machen! Ich habe das Lagerfeuer Pocket. So, kann man eigentlich auch. Boink. So, und dann, hör das. Sit your ass down. Mal gucken. Oh, jetzt gibt's hier für uns Schweinefleisch. Lecker. So, habe ich mir ja hier den Luxus. Boah. Es sieht was? Aus, als das sieht schon sick einer aus. Hinlegt und dreht. Das hat was von Breakdance. Ja, genau das. Genau das. Hey, ich sehe zwar nichts mehr. Bitte, jetzt noch ein. Oh, vielleicht ist fertig. Okay. Geil, kriegt mich. Hui. Flash-Attacke! Huchtisch! Oh, nee. Auf einmal so hell. Oh, das Lagerfeuer ist zu stark. Dann ist jetzt aus. So. Bonnie spielt wieder Bergwanderer. Oh, immer. Ja. Bergziege. Bergziege. Mäh. Oh, Band kommt gerade Musik? Ja. Kommt es vom Spiel? Ja. Natürlich. Aber ich weiß gar nicht, mein Klon ja hängt die Musik. Mein Klon 2 müsste funktionieren, aber das geht bei mir nicht bei weitem so lange wie hier. Aber bei vielen
von deinen Servern, da hat die Musik Probleme, wenn der neue Tag ist. Okay. Da du die Musik. Vielleicht. Man kann die Musik auch ausschalten. Glaube ja. Ja. Außerdem, ey, die Musik muss halt auch erstmal aufstehen, so. Die ist halt auch so ein Morgenmuffel. Ich brauch erstmal einen Kaffee. Genau. Aber ich habe auch schon Unterschiede mit der Jukebox festgestellt. Auf dem MeinClone 2 Server, wenn du eine Schallplatte einlegst, du hast überall die Musik, egal wo du dich hinbewegst. Ja, das ist ein bekannter Bug. Auf MeinClone Bug, ich finde es schön. Also ja. Es gibt wirklich schöne Schallplatten. Aber bei dem anderen nur von Raum zu Raum und nur bei dieser einen Jukebox. Ich habe das mal ausprobiert. Ich dachte, naja, vielleicht geht das, wenn ich mehrere hinstelle. Na, ein Bug in dem Moment, weil damals war das bei Servern so, dass auch alle die Musik gehört haben, egal wo sie waren. Oh. Und das war denn, ja. Das ist aber nicht mehr so, glaube ich. Ja. Nee, genau. Der wurde relativ schnell gefixt dann, als es bekannt wurde. Mhm. Na, es gibt recht schöne Schallplatten, finde ich. Ja. Und wenn man so ein bisschen auf Erkundungstour ist, und man hört sich das gerade so an, dann ist es angenehm, wenn es einige, glaube ich, oder knapp 3 Minuten. Das ist schon angenehm. Und da mein Schnuckele von Rechner gerade mal wieder ein paar Probleme macht, will ich dem nicht zutrauen, dass ich nebenbei irgendwie eine Musik noch laufen darf, wenn er jetzt schon. Nee, es ist wirklich so. Ich hatte nur Discord. Nee. Doch, Discord, Steam und ein Spiel. Und schon hat nichts mehr funktioniert. Meistens hat dann auch Steam kein Update gemacht. Also irgendwas war immer. Und seitdem lasse ich nicht mehr als 2 Programme laufen. Oha. Weil die Tendenzen dazu, dass er sich dann aufhängt, die sind recht groß. Und ich war das vorgestern, musste ich erst einen Kaltstart machen. Schweren Herzens. Das ist kacke. Ja, das. Der ist ja eigentlich nicht als Gaming-PC gedacht. Das war ja eigentlich gut, mit meinen Komponenten jetzt ausgetauscht, eigentlich als Server gedacht. So. Wollen wir dann weiterbauen oder? Na, ich würde vielleicht für heute erstmal vielleicht ein bisschen Pause machen, Feierabend, und dann können wir entweder dann später oder morgen nochmal zusammensetzen. Die wieder schon ausgeruht. Ja. Machen wir so. Okay. Später ist in Ordnung. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Die Hauptaufgaben sind bei mir weg. Ich habe die ganze Zeit, denn ich kann erst arbeiten am 2. September. Also. No. Okay. Boah, Quatsch war denn ab. Okay, dann will ich mal sagen. Dann machen wir an der Stelle erstmal aufnahmetechnisch Feierabend. Jo. Feierabend. Na dann, bis denn, ich liebe das YouTube und man sieht sich wieder. Tschüss. Adios.